Und ich stehe doch ganz viel. Sie kommen auch gleich alle nochmal zu Wort. Y muchas gracias, Dia Link y Clara Setkin. Muchas gracias por estar aquí. Und gehen als grauer Block vom schwarzen Block oder irgendwie so. Und dabei immer gut gelaunt. Wir verleihen den Clara Zetkin Frauenpreis, um diesem unermüdlichen Einsatz von Aktivistinnen einen Ausdruck zu verleihen, eine Würdigung zu geben. Und weil wir wissen, dass wir leider noch lange nicht am Ende sind, aber dass wir auch diese Orte brauchen wie heute Abend, um deutlich zu machen, dass es nicht umsonst ist, wofür wir kämpfen, dass Veränderung nicht vom Himmel fällt, dass gesellschaftlicher Fortschritt nicht vom Himmel fällt, aber dass wir alle im Kleinen und im Großen dazu beitragen, dass es besser wird. Ich freue mich total und will mich bei allen vergangenen Parteivorständen bedanken, dass sie immer wieder dieses Geld bewilligt haben und sich dafür entschieden haben, diesen Preis nochmal auszuloben. Und das wäre mein Wunsch an die Parteivorstände der nächsten 10 Jahre, dass sie diese wunderbare Tradition und übrigens auch diesen wunderbaren Abend fortsetzen. Und ich hoffe, dass das heute nur das erste Jubiläum war und dass wir hier in 10 Jahren gemeinsam das 20. Jubiläum des Clara Zetkin Frauenpreises feiern können. Und jetzt begrüßen wir Katja Kipping, Parteivorsitzende der Linken. Wir leben ja in echt bewegten Zeiten, in Zeiten, wo man einerseits sich immer wieder über Erkämpftes freuen kann und zugleich weiß, dass auch immer wieder Angriffe drohen, die genau auf dieses Erreichte anzielen. Wir wissen doch, dass Ausdiskriminierung von Frauen, auch Gewalt gegen Frauen, ja und auch Frauenmorde mündet. Und was ist materieller als der Angriff auf Gesundheit und Leben von Frauen? Und wir wissen, dass Frauen, die vor Gewalt und vor gewaltvollen Beziehungen fliehen, wenn sie zum Frauenhaus gehen, sofort natürlich auch mit materiellen Problemen konfrontiert sind. Weil viele Beratungsstellen, viele Frauenschutzhäuser sind eben nicht genügend finanziert. Ständig wird unser Dasein in Frage gestellt. Überhaupt, dass wir da leben. Ich meine, ich lebe über 30 Jahre in Deutschland. Deutschland ist auch mein Land. Aber das wird immer wieder in Frage gestellt. Besonders seitdem jetzt AfD so stark ist und AfD... Nicht nur AfD, AfD-Effekt. In allen Bereichen AfD-Effekt. Danke, dass es überhaupt Frauenpreis gibt. Danke, dass es Linke als einzige auch Frauenstiftung hat. Alle anderen Parteien haben keine Frauenstiftung und Frauenpreis. Und dann, ich glaube, das ist eine starke Opposition, ist sehr wichtig. Deswegen müssen wir alle Kräfte bündeln. Und deswegen freue ich mich, dass wir auch gemeinsam dafür einsetzen. Danke. Wir haben, als wir jung waren, unsere Eltern gefragt, warum habt ihr nichts gegen den Faschismus getan, als ihr es noch konntet? Und wir möchten heute nicht, dass unsere Enkel oder unsere Enkelgeneration uns genau dasselbe fragen. In einer gesellschaftlichen Situation von rechtem Terror, von Millionen Menschen auf der Flucht, in einer Realität, in der die Existenz von Frauen gewaltvoll verhandelt wird, in einer solchen Zeit wollen wir auch eine Stimme ehren, die den Zusammenhang deutlich macht zwischen Kapitalismus, Faschismus und Frauenhass. Der Ehrenpreis für gesellschaftliches Engagement erhält Suki. Danke euch allen sehr und danke an Clara, danke an die Linke, danke an Friedi, danke an die Jury, danke an euch alle und einen wunderschönen Abend. 2020 möchten wir bei der Clara Zetkin Frauenpreisverleihung der Linken die Fraueninitiative FIT in Torgau mit dem Clara Zetkin Preis ehren. Einen großen Applaus für euch. Okay, gebt uns mehr. Das ist verdient. Ihr gebt Frauen, Mädchen die Hilfe zur Selbsthilfe. Ihr betreibt und diese Zahl, die muss man erstmal ordentlich sacken lassen, die einzige Notwohnung für Betroffene von patriarchaler, häuslicher Gewalt in ganz Nordsachsen. Ihr seid für die Frauen vor Ort die große Instanz und leistet unglaubliche Arbeit. Vielen Dank. Gut 6 Jahre nach der großen gesellschaftlichen Veränderung in Deutschland hatte eine kleine, fitte Gruppe von 15 Frauen festgestellt, dass es mit Gleichberechtigung, mit Wertschätzung ihrer Tätigkeit und Engagement in der Gesellschaft nicht weit her ist. Sie wollten verändern,
Sie wollten helfen. Sie wollten, dass sich insbesondere Frauen nicht alleine gelassen fühlen. Ein sensationeller Verein, der Frauen und Mädchen Hilfe zur Selbsthilfe gibt. Ein Verein, der eben auch noch in anderen Dingen fit ist. Mit sozialer Kleiderkammer, mit Frauenberatung, mit Frauenfrühstücken, mit Notwohnungen für Opfer häuslicher Gewalt, mit Betreuung von älteren Menschen, mit Theatergruppe für Kinder und Jugendliche und, und. Es braucht mehr fit überall. Liebe Hannelore Lehmann, liebe Marina Kursawe, kommt bitte zu mir, damit ich euch stellvertretend für alle Mitglieder der Fraueninitiative Torgau e.V. kurz fit danken kann. Diese Wunder.